In meinem Zimmer ausprobiert hab. Lester, ich mach grad meine Hausaufgaben. Ach, das musst du dir ansehen. Ist ein neuer Tanz. Hab ich selbst erfunden. Tja, hat mich nur 3 Stunden gekostet. Was sagst du, hä? Das hast du in nur 3 Stunden gelernt? Bist du wahnsinnig? Hast du vergessen, wie dein Vater dich vorhin angeschrien hat? Du hast versprochen, konzentriert deine Hausaufgaben zu machen. Das wollte ich ja auch. Was kann ich dafür, wenn die Zeit so schnell vergeht? Du hast eigenartige Ansichten. Ja, und du bist eine lahme Ente und hast keinen Rhythmus im Blut. Ach, glaubst du, ja? Dafür habe ich bald ein Diplom, aha. Ah, hey, Grandma, was tust denn so? Stabhochsprung üben. Was soll ich denn sonst im Fernsehzimmer? Hey, ich schalte auf Kanal 16. Ja, sag mal, bist du verrückt geworden? Ich schaue mir gerade Errol Flynn an. Siehst dir doch mal an, sie zeigen so medizinisch-biologisches Zeug den ganzen Tag. Yeah! Was ist das? Dieser Patient leidet. Sieht aus wie eine Gallenblase. Insuffizienz der Gallenblase. Der Arzt hat das Ding gerade rausgerissen. Du bist ein Scheißer, weißt du das? Jetzt geh und mach deine Hausaufgaben, sonst wird dein Vater sauer. Geh schon, na los, los. Sonst träume ich noch von Gallenblasen und so. Ich habe noch einige Leckerbissen zu bieten. Um 21 Uhr werden Sie Zeuge einer missglückten Augenoperation. Ja, und jetzt kann ich mir das College doch praktisch aussuchen. Ich habe gute Noten, ich spiele Football. Und da meine Fantasie beinahe unerschöpflich ist, schreibe ich fabelhafte Aufsätze. Oh, hey, Dad. Wieso haben wir Hundekuchen? Oh, die habe ich schon vor 4 Jahren gekauft. Da kam ab und zu so ein Straßenköter zu Besuch. Also gehst du nach Harvard oder Princeton. Hm? Sind die Dinger okay? Lester, Hundekuchen isst man nicht. Ja, sag mal, was ist mit dir los? Also diese Frage hättest du dir früher stellen sollen, Dad. Soll nach Hühnchen schmecken. Ist glatt gelogen, Mann. Vergiss nicht, was du gelernt hast. Mach schön auf die Zeitung. Du hältst dich wohl für Joe Cool, oder was? Hey, für dich immer noch Mr. Cool. Nicht bellen, okay? Lester, sag mal, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hä? Los, rauf. Ich will dich nicht sehen, bevor du deine Hausaufgaben erledigt hast. Lauf! Was ist nur los mit dem Jungen? Wir wenden uns nun dem größten Physiker und Astronomen der Renaissance zu, Galileo. Obwohl Galileos brillante Theorien zur Grundlage der modernen Physik wurden, stand er doch zu Lebzeiten zumeist... Was hast du diesmal, Lester? Also, dieser Galileo, hatte der auch so eine Art Familiennamen? Hieß er Galileo Jones oder Galileo Dugan? Was soll die blöde Frage, Mann? Ach, halt's Maul, ey. Ich schaff's doch ohne dich, Junior. Ohne Ihre Hilfe käme ich nie zurecht, Sir. Ich werde die Frage beantworten, Lester, obwohl ich sicher bin, dass ich es bereuen werde. Sein voller Name war Galileo Galilei. Puh.
Ganz schön dumm. Ich meine, mein Name ist ja auch nicht Lester, Schmester. Ich würde gerne mal eine Stunde halten, ohne mich über deine dämlichen Possen ärgern zu müssen. Also für heute will ich deine Stimme nicht mehr hören. Ist das klar? Okay. Sei still, ja? Und mach dir Notizen. Okay. Einer der wichtigsten Aspekte von Galileos Arbeit war, dass er, anders als viele seiner Vorgänger, wissenschaftlich abgesicherte Experimente als Mittel zur Wahrheitsfindung durchführte. Ah. Ah, hey, Tyson, altes Haus. Tut mir echt leid, dass ich dich K.O. geschlagen habe. Ja, Mann, ich wollte nicht, dass du so blöde dastehst. Ist schon okay. Es konnte nicht anders ausgehen. Du bist einfach unschlagbar. Willst du in Zukunft meine Tasche tragen? Das wäre mir eine große Ehre. Hey, lass uns trainieren. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst, Mann. Hör schon auf. Lass mich in Ruhe. Hey, Chad, na, willst du nicht einen fetten Werbevertrag bei mir unterschreiben? Na ja. Hey, was soll der Unsinn? Ha? Du bist mein Manager. Können wir uns nicht irgendwo in Ruhe unterhalten? Ha? Was haben wir denn da, Mr. Freeman? Oh, das ist eine sehr treffende Charakterisierung des Galileo Galilei. Findet ihr nicht auch? Ich hatte keine Ahnung, dass Galileo ein Schwergewichtler war. Ich bin sicher, dass sein Vater dieses kleine sporthistorische Detail mit Freude zur Kenntnis nehmen wird. Oh, Mann. Lester, komm sofort runter. Ich glaub's einfach nicht. Er hat im Geschichtsunterricht schon wieder Strichmännchen gezeichnet. Und das nach unserem Gespräch gestern. Also weißt du, Ron, ein Gespräch war das wohl nicht gerade. Du hast geschrien und er hat inzwischen ein Iglo aus seinem Kartoffelbrei geformt. Er hört einfach nicht zu, wenn ich etwas sage. Er hört dir zu. Die Nachbarn hören dir zu. Die Schiffe auf hoher See hören dir zu. Du bist immer gleich ein bisschen zu laut. Betrachte die Dinge doch mal aus seiner Perspektive. Das geht nicht. Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge sein Potenzial verschleudert. Das macht mich wahnsinnig. Rede du mit ihm, okay? Bitte, ich mach das gern, aber dann halt du dich da auch ganz raus und lass mich das auf die ruhige Art machen. Einverstanden, gut. Also dann beherrsch dich. Kein Problem. Versprochen? Ja, versprochen. Okay. Was denn los? Setz dich, Lester. Na komm. Jetzt erzähl mal. Warum denkst du, hast du Schwierigkeiten in Mr. Dinskys Unterricht? Langweilst du dich vielleicht? Oder nervt dich irgendwas? Oder frustriert dich das Ganze? Ja, ja und ja. Sag ihm, dass er nicht herumkritzeln soll. Sag's ihm, sag's ihm, sag's ihm! Sekunde, ja? Du hältst dich da raus! Hey, ich hab 'ne Idee. Du sollst doch irgendeine Hausaufgabe für Mr. Dinsky anfertigen, ne? Naja, er will einen Bericht über irgendeine Sache, die in Italien passiert ist, vor langer Zeit. Ich weiß nicht, wie das heißt. Die Reagenz? Die Renaissance. Na also, das ist ja großartig. Hör zu, Lester, ich liebe die Renaissance. Ich helfe dir bei deinem Bericht, das macht mir Spaß. Okay. Ich komme gleich ins Fernsehzimmer. Siehste, ist doch alles in Butter. Schluss mit den Kritzeleien. Was schleppst du denn da? Schulbücher, ich muss lernen. Oh, red keinen Unsinn. Was sind Schulbücher? Was schwarze sind die Buchstaben, ich weiß. Oh, Lester, sieh mal, ich habe hier ein paar von meinen College-Unterlagen über die italienische Renaissance. Ist alles alphabetisiert und mit Querverweisen und Index natürlich. Das ist mein Zeug. Ja, also hast du vielleicht ein Hefter oder sowas ähnliches? Ich hatte einen, aber Junior Taylor musste ihn am ersten Schultag aus dem Fenster werfen. Davon hast du mir kein Wort gesagt. Warum erzählst du denn sowas nicht? Ich kannte dich nicht. Es war noch in der ersten Klasse.
Lester, sind das die Zeichnungen aus der Geschichtsstunde? Nein. Das heißt ja, aber ich habe sie zu Hause gezeichnet, ich schwör's. Also ehrlich, die sind wundervoll. Was willst du damit sagen? Du bist talentiert, weißt du das etwa nicht? Ach, woher denn? Eigentlich hat sie noch niemand gesehen, außer den paar Lehrern, die mich dabei erwischt haben. Und von denen hat dir noch keiner gesagt, dass du einen außergewöhnlichen Sinn für Karikaturen hast? Naja doch, ich glaube schon. Sie wollten immer unbedingt, dass der Rektor es auch sieht. Die ist ja wirklich nett. Wer ist das? Ach, lass sehen. Ach ja, weißt du, das ist im Büro des Direktors. Da schreit er mich gerade an. Und die hier musst du dir auch unbedingt ansehen. Hier zeige ich gerade einen Basketball, wo es lang geht. Ich habe noch mehr von der Sorte. Tatsächlich. Ah, wie findest du das hier? Das bin ich im Weltraum völlig losgelöst. Das sieht ja toll aus, ehrlich. Sie gefallen dir also? Ja, ich finde sie wundervoll. Sie sind richtig professionell. Du bist jetzt Galileo und du nimmst an, dass die Fallgeschwindigkeit bei allen Dingen ein und dieselbe ist. Okay, hier ist deine Murmel, so, und hier ist dein Basketball. Und jetzt rauf auf den Turm von Pisa. Auf den schiefen Turm von Pisa. Und jetzt wollen wir sehen, welcher Gegenstand schneller fällt. Wow! Der Mann hatte recht und hat deswegen Ärger mit der Kirche gekriegt? Oh, das kannst du laut sagen. Sie wollten ihn foltern, sie wollten ihn ins Gefängnis stecken und er durfte ein Jahr lang kein Fernsehen gucken. Mit dem Fernsehen war nur ein Witz. Ach du Schande, der Junge hat ganz schön was durchgemacht. Und nur weil er anders dachte? Tja, die Kirche war damals nicht unbedingt offen für neue Ideen. An unserer Schule ist es übrigens genauso. Hey! Bei Schule fällt mir ein, dass es jetzt allerhöchste Zeit wird, dass du dich an deine Hausaufgaben setzt. Also lass uns kurz wiederholen. Di-di-di. Oh, Marco Polo erschloss die Handelsroute nach China. Ganz schön gut, hä? Huh? Okay, sehr schön. Leonardo da Vinci, Schöpfer der Mona Lisa, er entdeckte alles Mögliche, ein richtiger Renaissance-Mann. Sehr schön, sehr schön. Michelangelo hat die Skulptur in die Welt gesetzt. Sie heißt David. Ja, und dann hat er noch die Decke der Sixtinischen Kapelle gestrichen. Ich kann es. Okay, sehr schön. Ja, hallo, Mrs. Polo. Hier ist Galileo. Kann ich Marco sprechen? Hey, Marco Polo, wie läuft's, Junge? Hey, ich hab da eine Sache laufen, die dich interessieren könnte. Ja, ja, das Ganze ist ein Spiel für Reiter, Schlagstock und Ball. Ja, ich finde, es sollte deinen Namen tragen. Von mir aus überleg's dir. Mach's gut. Hey, ich habe einen Basketball in der einen Hand und eine Murmel in der anderen. Das kenne ich doch schon. Sie fallen mit derselben Geschwindigkeit. Wie oft willst du mir das noch vorführen? Ah! Das haut mich jedes Mal aus den Schuhen. Wie geht's deinem Sohn Leonardo? Ach, was soll sein? Lenny macht mir großen Kummer. Ich wünschte, er würde zur Ruhe kommen. An einem Tag, da malt er Bilder. Den nächsten Tag plant er einen großen Kanal. Und jetzt studiert der junge Herr Anatomie. Der Kerl ist doch größenwahnsinnig. Mrs. D., werfen Sie doch mal einen Blick hier rüber. Das Mittelalter ist vorbei. Ab heute beginnt die Renaissance. Galileo! Jetzt habe ich aber endgültig die Nase voll. Du wirst ab sofort nichts mehr auf dem Boden. Ich sitze da unten und gucke Fernsehen und du machst dauernd ein Mordsgetöse. Das hört jetzt auf. Aber wo soll ich denn hingehen? Der schiefe Turm von Pisa ist wegen Begradigung geschlossen. Hey, Galli, was geht ab, Junge? Hey, Mickey, was läuft, Mann? Renaissance, Renaissance, Renaissance! Oh, Mrs. D., das ist mein bester Freund Michelangelo. Oh, guten Tag, ich schätze Ihre Arbeit. Ist doch alles schund. Seht her, Leute, das wird meine neue Skulptur. Ich denke, ich nenne sie, David. Gut, hä? Was soll das? Der ist ja nackt. Ah, oh, sie bringen es nie zu was.
Also, Mickey, wann streichst du endlich mal mein Appartement? Die Wände sind dran, du streichst immer nur die Decke. Galli, wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nur Decken streiche? Galileo! Oh, Dad, wie geht's, Mann? Nun, ich hörte vom Gemeindepfarrer, dass du zum wiederholten Male eines deiner lächerlichen Experimente durchgeführt hast. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach blind dem von der Kirche vorgezeichneten Weg folgen kannst, so wie ich es tue. Ich möchte ein Wissenschaftler sein, Dad. Du möchtest ein Wissenschaftler sein? Der Bursche hat sie doch nicht mehr alle. Die Lasagne fällt nicht weit vom Teller. Das war schon immer so. Galileo! Oh, hallo, Mona. Oh, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Das ist meine Freundin Mona Lisa. Ihr Lächeln geht mir auf die Nerven. Sie erscheinen mir sehr vertraut. Kann sein. Ich arbeite als Modell. Doch wissen Sie, der Schauspielerei gehört mein ganzes Herz. Galileo, der Gemeindepfarrer sucht dich schon überall. Du solltest besser verschwinden. Was will er denn, hä? Oh, du benutzt das Teleskop, aber das ist nicht alles. Ich beobachte damit nur den Mond und die Sterne. Ach ja? Oh, was tun der Mond und die Sterne in meinem Schlafzimmer? Galileo! Oh, hallo, Vater Dinsky. Oh, ich hab jetzt genug von dir und deinen lächerlichen Streichen. Hey, das sind doch keine Streiche, Mann. Das ist Wissenschaft und Wissenschaft ist das Größte. Bleib cool, Mann. Schau mal her. Achtung! Ich lasse beides gleichzeitig fallen. Was berührt den Boden zuerst? Der Basketball natürlich! Sehen Sie genau hin. Das ist ein Trick! Ein Trick! Das ist ein Trick-Basketball, so einer wie ihn die Harlem Globetrotter benutzen. Das ist kein Trick, Mann. Wir leben in der Renaissance. Ihre Ansichten sind von vorgestern. Du weigerst dich also, mit deinen Experimenten aufzuhören? Ja, denn ich glaube an das, was ich sage. Unter diesen Umständen werden wir dich foltern müssen. Finde ich cool, Mann. Okay, überredet. Sehr vernünftig. Hey, Galileo. Also, ich dachte, du glaubst an das, was du sagst. Ja, und ich glaube, dass es ungesund ist, gefoltert zu werden. Gut, dass Sie gekommen sind, Dr. Freeman. Schön, Sie zu sehen. Danke gleichfalls, Mr. Dinsky. Das ist meine Frau Ellen. Ich bin seit einem Vierteljahr wieder verheiratet. Oh. Oh. Ich wusste das, aber ich wusste natürlich nicht, dass Sie... Na, Sie wissen schon. Naja, ich bin... Ach, bitte setzen Sie sich doch. Ich habe Lester übrigens gebeten, draußen zu warten. Und worüber wollten Sie mit mir sprechen, Mr. Dinsky? Dr. Freeman, diese kleine Zeichnung, die Lester neulich angefertigt hat, die hätte ich übersehen können. Ich hätte, aber ach, was soll's. Aber das hier, das ist eine sorgfältig angefertigte Frechheit, die ich beim besten Willen nicht übersehen kann. Der ganze Bericht über die Renaissance ist ein 20-seitiger Comic. Oh. Tja, tut mir leid, Mr. Dinsky. Wir haben gestern sehr lange mit Lester gesprochen. Und meine Frau ist den ganzen Stoff extra nochmal mit ihm durchgegangen. Habe ich recht? Ja, aber ich habe ihm auch gesagt, dass er ein hervorragender Karikaturist ist. Und das ist wahrscheinlich der Grund, was? Dass er... Ja, vielleicht habe ich ihn aus Versehen dazu ermutigt. Ich meine, ich wollte nicht, dass er... Darf ich mal, Mr. Dimsky? Natürlich. Sie können es behalten. Also, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Vielleicht sollte ich den Versuch machen und noch einmal mit ihm reden. Wieso geben Sie ihm eine 5? Wie? Ich meine, wieso kriegt er eine 5? Weil es nur Zeichnungen sind. Gut, aber diese Zeichnungen demonstrieren doch, dass er den Stoff sehr differenziert erfasst hat. Das spielt doch gar keine Rolle. Mr. Dinsky, war das nicht Sinn und Zweck der Hausaufgabe? Zeig mal her. Bitte. Hier. Mr. Dinsky, ich meine nicht, dass er eine 1 kriegen sollte. Ich weiß, dass er die Aufgabe nicht ganz erfüllt hat, aber... Naja, möglicherweise kann er sich eben einfach besser durch Zeichnungen ausdrücken. Ich meine, können Sie nicht vielleicht mal eine Ausnahme machen? Nein. Mrs. Freeman, ich kenne Ihren Mann seit Jahren.
Und er weiß so gut wie ich, dass es für einen Schüler, der einer Minderheit angehört, absolut wichtig ist, dass er sich dem Schulsystem anpasst. Also, bei allem Respekt. Ich glaube, Sie sollten sich in dieser Angelegenheit kein Urteil erlauben. Entschuldigung, Mr. Dinsky, aber ich denke, ich verstehe von diesen Dingen mehr, als Ihnen lieb ist. Ich begleite zufällig selbst ein Lehramt und ich denke, Sie lassen außer Acht, dass wenn man zu einem Schüler zu streng ist, man ihm die ganze Freude am Unterricht vergraulen kann. Mr. Freeman, Sir, ich weiß, Sie denken genauso wie ich. Erklären Sie Ihrer Gattin, dass diese Zeichnungen absolut unangebracht sind und das... Ja, ehrlich, die sind wirklich gut. Ich auch. Hier, sieh dir das an. Oh, Mr. Dinsky, das sind Sie, der Priester. Sehen Sie sich's an, der Mann mit der komischen Mütze. Nein, Sir, das bin ich nicht. Wollen Sie sagen, ich hätte so eine eigentümlich vorstehende Stirn? Oh, er mag ein wenig übertrieben haben. Ich finde, Sir, Sie nehmen es zu persönlich. Beenden wir doch dieses Gespräch. Ich glaube, wir kommen uns nicht näher. Einen Augenblick, Mr. Dinsky, warten Sie. Ich halte Sie für einen guten Lehrer und ich respektiere Ihre Lehrmethoden. Ich sage Ihnen was. Wir sorgen dafür, dass Lester nie wieder eine Zeichnung einreicht und Sie geben ihm eine Eins für seine Hausaufgabe. Das kommt nicht in Frage. Ja, was denken Sie? Ich gebe ihm eine Drei. Nein, 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 das wäre nicht gerechtfertigt. Nein, eine Eins ist nur fair. Eine Zwei ist fair. Wieso keine Eins? Es ging um einen Aufsatz und das ist keiner. Okay, dann eine Zwei plus. Ja, eine Zwei plus. Sie sind gefälligst da raus! Es tut mir leid. Verzeihung. Ich gebe ihm eine Drei. Und das wär's dann. Auf Wiedersehen. Es ist wirklich zum Totlachen. Diese Glatze ist doch eindeutig. Ich hab keine Glatze! Oh. Mr. Dinsky sah ziemlich sauer aus. Die Sache scheint gelaufen zu sein. Großartig. Was ist denn los? Sieh dir diesen Kerl an. Dieser Witzbold hat eine unglaubliche Nase. Hey, das bist du, Dad.